Roosevelt is a traitor to his class. Seine Handlungsfreiheit soll eingeschränkt worden sein. Seine Entwicklungsperspektiven haben gelitten. Und womöglich leidet sogar die Stabilität des Staats. Also er verpflichtet jetzt auch nach der Seite. Es ist beliebt, er wird verstanden im Volk. Aber im Grund verpflichtet er die Menschen ja schon alle gleich drauf zu sagen, nicht ihr seid die Opfer des Kapitals, das ich jetzt da gerade kritisiere. Der Staat ist entmachtet, manövrierunfähig geworden, gefährdet. Das soll euch kümmern. Der Staat, dessen Aufgabe es ist und sein soll, die Unternehmerfreiheit zu fördern, die Unternehmerfreiheit zu unterstützen, 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 die Unternehmerfreiheit zu fördern, die Unternehmerfreiheit zu unterstützen.